Die Konzer konnten am Sonntag gleich mehrere Kreuzchen setzen. Denn im Rahmen der Bundestagswahl wurde auch ein neuer Bürgermeister für die Stadt und die Verbandsgemeinde Konz gewählt. Sieger ist Joachim Weber von der CDU. In der Wahl des Stadtbürgermeisters erreichte er 54,5%. In der für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters 55,7%. 208 gefällt, da habe ich auch über 50%. Na also, super. Also ich muss sagen, wenn man im ersten Wahlgang bei insgesamt drei Kandidaten eine Mehrheit von über 50% holt, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis. Ja, die größten Herausforderungen, glaube ich, sind zu finden beim Thema ÖPNV und insgesamt der Infrastruktur im städtischen Bereich, dass wir das weiterentwickeln. Wir haben noch einige Projekte, die anstehen. Also mein Terminkalender für die nächste Woche, der ist gerade gefüllt. Die SPD landete mit ihren beiden Kandidaten auf Platz 2. Sowohl Jens Tossing als auch Yvonne Mich erzielten 31,4%. Eine Stichwahl kommt also nicht in Frage. Auf dem letzten Platz befindet sich Sascha Gottschalk von Bündnis 90 Die Grünen. 14,1% der Wähler hätten ihn gerne für die Stadt und 12,9% für die Verbandsgemeinde auf dem Chefsessel gesehen.